Moin Moin und willkommen zurück hier auf Sarah Mal. Ich bin Sarah und das ist der Basti. Hallo. Und wir haben eine neue Top 10 vor euch. Obwohl, ob man das Top nennen kann, ist wieder eine andere Sache. Und zwar haben wir rausgesucht oder unter dem Thema diese Mechanik und ich bin raus. Das zwar, ist ein guter Titel, ja. Und zwar ist es ja so, wir sind ja hochthematische Spieler. Hatte ich jetzt überlegt, ob man das mit Thematik macht. Aber letztendlich ist es so, dass wir eigentlich jedes Spiel auch mal mitspielen, egal welche Mechanik, welche Thematik. Ja. Und dann gucken wir, manchmal überzeugt uns ja auch einfach die Mechanik dahinter. Dass es dann trotzdem super Spaß macht, haben wir auch schon erwähnt im Video. Ja. Also da, das Spiel ist halt trotz der Thematik gut, weil die Mechanik stimmt. Aber manche Mechaniken sind einfach so schlimm für uns persönlich, dass wir einfach sagen, so, da kann das Thema gut sein, wie es will. Muss nicht sein. Genau, wenn das in der Erklärung aufkommt oder ich sehe das irgendwo im Regelbuch, dass es geschrieben ist, so von wegen so, dass ich denke so, nein. Nope, ich bin raus. Ich bin dann mal weg. Mein Zug kommt. Ich habe dann auch mal geguckt, wie die Mechaniken bei BGG heißen, aber meistens grenzt es sich bei mir ein. Es ist ja meistens ein richtig... Danach hätte ich mal gucken sollen. Ich habe BGG komplett außen vor gelassen. Haha. Meistens hat man also einen richtig großen Überbegriff und ich habe es da meistens noch näher eingeschränkt, weil es für mich meistens nicht diese eine Mechanik, sondern diese Unterart von der Mechanik. Stopp das Video, ich muss meine Liste ändern. Basti wirft doch mal alles um. Nein, nein. Ich musste teilweise schon auch einfach nachgucken, wie es heißt, weil ich teilweise dann, ich wusste so von wegen so, wie nennt man denn das? Wer hat mich da einfach irgendwie hinwursteln? Möchtest du anfangen? Was soll ich anfangen? Fang du an. Meine erste Mechanik, ich muss gucken, dass ich nicht dauernd Spiel sage. Was mir auch als erstes eingefallen ist, da musste ich nämlich nachschauen bei BGG, wie das heißt. Es heißt Pattern Building in Englisch. Ich weiß, was oder du meinst. Gemeinsam ja. Ein Muster legen. Furchtbar. Alle Spiele, die ich da bis jetzt gespielt habe, waren einfach furchtbar. Also will ich auch wirklich nicht mitspielen. Worum geht's oder was meine ich? Pattern Building ist halt einfach, dass ihr halt ein Muster auf einem gemeinsamen Board auslegt und dafür Punkte kriegt. Ich habe jetzt hier als Beispiel... Also jeder Spieler bekommt auf seine oder ihre Art Punkte dafür, genau. Je nachdem, was für Muster darauf zu sehen sind. Ich habe als Beispiel Bomb Chemistry, Stellium oder Wild Serengeti. Das heißt, ihr habt alle zusammen ein Board und ihr müsst euch eure Teile so hinschieben, dass ihr euer Musterbeispiel halt einfach scoren könnt. Ich finde, das ist einer der schlimmsten Mechanismen, die es gibt, weil erstens macht es das kaputt, umso mehr Spieler ihr seid, weil umso mehr Zeit, dann baust du dein Muster um, es ist fast komplett, dann ist Spieler, dann ist Ronny dran, dann ist Tobi dran, dann ist Basti dran, dann ist Simon dran und wenn ich wieder dran bin, ist das ganze Board komplett zerstört. Weil jeder zerstört. Spieler legt wieder neue Muster in das Muster und genau. Man sitzt immer nur so da, bitte mach das nicht kaputt, bitte mach das nicht ja, kaputt. Das ist alles komplett und kaputt. Und es ist kaputt das und ich fange wieder von komplett vorne kaputt. An. Und so welche Spiele können auch einfach ewig dauern und das ist halt wirklich, das ist für mich ein pures Glücksspiel, weil du musst einfach Schwein haben, dass die Spieler vor dir so ein ähnliches Muster bauen oder dass sie so ein bisschen hinbauen, dass es für sie passt und du dann sagst, geil, ich muss jetzt nur noch eine Figur irgendwo hinschieben und ich habe mein Pattern komplett... furchtbares Spiel, wenn ich das irgendwo sehe, also gemeinsames Pattern-Building, es gibt ja auch, dass du das in deinem eigenen Grid machst. Wie bei Reef zum Beispiel. Genau, du baust halt dein eigenes, gar kein Problem, da kann keiner reinfuschen, aber wirklich so dieses Gemeinsame und davon scoren, außer das ist zum Beispiel kooperativ, das würde natürlich auch gehen, da arbeiten ja dann alle zusammen. Ja, ja. Aber gegeneinander, es ist die Hölle. Also wenn ich sehe, dass diese Mechanik drin vorkommt, sage ich halt sofort, nein, auch Wild Serengeti habe ich nicht gespielt. Ist eigentlich voll mein Thema gewesen. Ich bin damals auch angeschrieben worden, so, ha, Sarah, ist doch dein Thema irgendwie Wildtiere und süßige Tiermeeples. Und ich habe mir das Bild so angeguckt, dachte so, oh cool, Tiermeeples, Pattern Building gemeinsam, um Fotos zu machen. Nope, ich bin raus. Also wirklich so, nein. Nope, ich fahre nicht in die Serengeti. Ja, das waren wirklich tatsächlich eine meiner schlechtesten Spielerlebnisse. Auch Wong Chemistry war damals einer der ersten Spieleoffensive Titel. Und wir haben es, glaube ich, auch zu 4 oder 5 gespielt. Es hat einfach ewig gedauert. Und es war einfach so von wegen, du kannst dann auch, wenn du so ein Spiel hast, während deines Zuges, also während der anderen Züge abschalten. Weil du musst eh gucken, wie ist mein Spiel jetzt? Okay, ich baue das. Da kannst du auf dem Handy gucken, kannst du mal auf Klo gehen, kannst du noch mal beim Pizzadienst anrufen, bist wieder da. Und erst dann musst du dir Gedanken machen, weil du kannst es ja eh nicht beeinflussen. Richtig. Deswegen, eine der schlimmsten Mechaniken für mich, Pattern Building. Ja, gemeinsames Pattern Building. Wir hatten das mit Stellium, als wir im Würfel und Zucker in Hamburg waren, da war das genauso. Da haben wir auch beide davor gesessen und gedacht, das kann nicht deren Ernst sein. Und das sah auch so gut aus. Ja. Also auch mit den Murmeln, da hat man so Murmeln aus dem Bett gezogen, konnte die dann halt auch platzieren, so planetmäßig und hat das geschoben. Man musste einfach auch Muster bauen. Das war schade. Ich bin vielleicht nicht ganz so eloquent, was die Titel und Themen angeht, aber mein erster Punkt
ist, wo ich sofort aussteigen möchte, ich kann nur ein Spiel davon tolerieren, Stichspiele, also Trick-Taking-Games. Ich finde es unfassbar langweilig, in Spielen eine bestimmte Farbe oder ein bestimmtes Symbol zu sammeln. Und bis wenn ich die dann alle zusammen habe, dann kann ich die irgendwie eincashen oder was auch immer. Ich habe Wizard mitgespielt, das war schrecklich. Oder was alles die Crew gibt. Zum die Beispiel. Crew. Also als Basti diese Crew gespielt hat, ist er, glaube ich, fast gestorben, während wir das gespielt haben. Schrecklich, schrecklich, also, schrecklich. Denk dran, Hashtag Banause Basti hier neben mir. Ich kann Stichspiele nicht. Wenn ich irgendwo sehe, das Spiel hat so eine Trick-Taking, also so eine Stichspielmechanik, bin ich raus. Ich kann nur ein Spiel tolerieren. Das ist witzigerweise, das T-Shirt ist nicht von dem Spiel, aber es ist halt Nevermore von Smirk and Dagger Games, genau. Und da kann ich es tolerieren, weil die Thematik stimmt. Da hat man ja dann so ein Menschen müssen sich gegenseitig umbringen, und je nachdem, welche Stiche du spielst. Basti hat Thematik, Menschen müssen sich gegenseitig umbringen. So, geil, egal. Und da sammelt man sich dann halt die jeweiligen Symbole so zusammen, um dann irgendwelche Effekte auszulösen. Was im Grunde dasselbe ist, was ich am Anfang gesagt habe, was ich nicht mag bei Stichspielen, aber bei Nevermore ist es halt die Thematik, die mir da noch, die das so ein bisschen übers Ufer rettet. Aber wie gesagt, wenn ich irgendwo ein Spiel sehe, wo dann steht Stichspiele, wenn ich alleine darüber nachdenke, Wizard, oh Gott, es ist so schrecklich. Ich hasse es so sehr. Ich mag Stichspiele, aber ich weiß es auch selber schon, jetzt auch für die Spielliste, die jetzt rauskommt, wenn ich irgendwo Trick-Taking-Game sehe, fliegt es halt sofort raus, weil ich weiß, also die Chance ist halt relativ hoch, dass Basti das nicht mag. Wie gesagt, eine Ausnahme hat, aber Ausnahmen bestätigen die Regel, sagt man ja immer so schön. Also ich glaube, ich habe auch noch keinen so leiden sehen wie Basti, als wir sie Crew spielen mussten. Das war dann wirklich so von wegen so, und jetzt nimm es mit, nimm es aus unserem Haushalt raus, ich will es nicht mehr sehen. Ich finde es halt unfassbar langweilig einfach. Ich bin da einfach nicht der Mensch für. Die sind da, meistens ist die Thematik auch nur so aufgesetzt. Wie gesagt, bei Nevermore funktioniert es für mich halt, aber ansonsten, ich möchte in meinem Leben nie wieder Wizard spielen. Oh, ich mag Wizard eigentlich. Ja. Aber gut, das nächste kann sein, dass es bei Basti tatsächlich auch drin vorkommt. Bin gespannt. Und zwar handelt es sich um offene Auktionen und offenes Handeln. Nee. Und zwar habe ich dazu geschrieben, ohne die Möglichkeit eines Ausstiegs oder eine Zeitbegrenzung. Weil das rahmt es halt wieder für mich ein. Oh, ja. Wenn du eine Auktion hast, was weiß ich, eine Blind-Auktion, danach ist sie vorbei. Oder du handelst also mit einem... Also alle Spieler geben ihr Gebot in der geschlossenen Hand und dann öffnen alle und dann kriegt man es oder nicht. Und das wenn, ist gut. Wenn du so eine Auktion hast, wo dann immer, ja, ich biete eins, dann gibt es noch sogar Spiele, wo man dann auch eins bieten kann und nicht höher gehen muss. Und da, wenn du dann also dass es keinen Ausstieg gibt, dass du immer wieder entscheiden kannst, wieder einzusteigen. Boah, dass ich da nicht dran gedacht habe. Ich denke gerade tierisch an Chinatown. Genau, und das Gleiche halt auch mit Handeln, eine offene Handelaktion, wo du halt alles gegen alles tauschen kannst und alle tauschen gleichzeitig. Und nichts hat aber auch einen richtigen Wert. Man muss den Wert selbst bestimmen. Und man möchte natürlich den Wert irgendwie so ansetzen, dass man halt auch was dafür kriegt. Oh, ich finde das so schrecklich, weil dann kommt es auch mal so auf die Spieler an, wer... Ja, ich möchte jetzt den anderen nicht vielleicht so in die Parade fahren, dann gebe ich den Wert mal ein bisschen niedriger an, dann profitieren die anderen Spieler davon und man selber hat da vielleicht... Schrecklich! Schrecklich! Was ich daran eigentlich schlimm finde, auch zum Beispiel bei Chinatown, ist zum Beispiel, ich möchte mit Basti gern handeln, Basti ist aber gerade mit Christian am Reden. Mhm. Das heißt, ich rede dann erstmal mit Ronny, dann will ich wieder mit Basti reden, dann ist Basti gerade mit Tobi am Reden. Und dadurch... streckt sich das alles, das dauert immer so ewig, auch mit diesen offenen Auktionen, immer mitziehen, vor allem, wenn du halt wieder einsteigst, wenn es halt auf Zeit ist, oder du steigst einmal aus, du bist draußen. Ja. Alles gar kein Problem, oder halt ein Blind Auction, oder halt Handel, das eingegrenzt ist, wo du zum Beispiel, selbst bei Catan, wo dann nur der aktive Spieler handeln kann, es muss halt eingegrenzt sein, wenn es zu offen ist und du dann auch noch, wenn du dann noch mit so einem Scheiß anfangen kannst, dass du Versprechungen machen kannst für die nächsten Runde. So diese ganz offene. Wenn du mir das jetzt für 1000 gibst, dann gebe ich dir die nächsten zwei für 500 und in der nächsten Runde hat man dann schrecklich. Oder wenn du mir das jetzt gibst, dann gehe ich die nächste Woche dreimal in der Woche einkaufen und so, weißt du, also es muss halt Begrenzungen geben. Es ist halt nicht genau das, aber bei Schlösser von König Ludwig kann man ja auch den Wert der ganzen Räume für die nächste Runde angeben, wenn man Startspieler ist. Und da hat man dann aber auch feste Werte für diese Räume und muss die dann halt nur noch auf diese einzelnen Plätze schieben. Das ist halt das, was Sarah sagt, dass es ein bisschen begrenzt ist. Wenn man dann wirklich diese Werte frei verteilen könnte oder die Spieler können miteinander handeln, 10 Minuten lang. Vor allem, wenn man dann ist auch mal so eine Sache, da geht es auch mal sehr auf die
Persönlichkeit des Spielers. Mhm. Manche Spieler sind halt mehr so die leisen Denker. Die wollen halt vielleicht nicht so aus sich rausgehen. Andere Spieler, die lieben das. Die können dann über den Tisch schreien und miteinander irgendwie verhandeln. Und andere Spieler sitzen halt daneben. Es gibt auch Leute, die das dann so einbremsen, dass sie halt sagen so, okay, ich habe halt diesen Raum, zum Beispiel bei Chinatown, ich weiß, den wollen alle gerade haben. Und dann sagen so, ja, mach du mir ein Angebot. Mhm. Dann mach du mir doch ein Angebot. Mhm. Mach du dir doch ein Angebot. Dann müssen die Spieler aber untereinander auch noch handeln. Das heißt, du hast dann irgendwie gefühlt eine Dreiviertelstunde diese Handlungsphase und das Spiel geht einfach nicht weiter. Das Spiel ist gar nicht so meaty, dass es dafür ein Recht gibt, dass es halt so lange dauert. Ich weiß, Chinatown ist bei manchen ganz beliebt, bei uns dann halt eher nicht. Dadurch, ich finde halt immer, sowas muss Regeln haben. Oder wenn es zumindest einen Timer hat, dass man sagt, innerhalb von 10 Minuten muss man das abgehandelt haben. Also das ist halt, das macht halt so ein Spiel für mich dann halt so richtig, richtig lang. Und man hat auch immer so das Gefühl, bei dem offenen Handeln, man ist über den Tisch gezogen worden. Oder man hat was zu günstig verkauft. Ja, ich meine, das ist ja grundsätzlich dasselbe, was man auch bei dem Robin Hood-Spiel mit den Säcken, das habe ich den Namen vergessen. Sheriff of Nottingham, genau. Da ist es ja im Grunde auch so, dass man miteinander handelt. Öffnest du mal einen Sack oder öffnest du nicht mal einen Sack? Aber da geht es irgendwie schneller. Ja, da geht es ja nur darum, auf oder nicht auf. Da ist ja auch nicht jeder mit jedem, sondern genau. Die Spieler verhandeln mit dem Sheriff. Ja, okay. Ne? Ja. Also das ist halt wieder eingegrenzt, weil klar, du kannst ja mit den anderen Leuten, das hilft dir ja nichts, wenn du mit denen verhandelst, sondern du verhandelst mit einer bestimmten Person. Ja. Umso offener das ist und wie gesagt auch bei den Auktionen, dass es, wenn es kein Dropout gibt, finde ich total furchtbar, dauert auch total lange. Lustiges Tippet, wir hatten bei dem einen Verein, wo wir auch mal waren, hatten wir jahrelang eine Auktion, eine Charity Auction. Die ging dann auch immer so lange, Event, dass ich da Blind Bidding eingeführt habe. Ja. Dass ich gesagt habe, jeder bietet jetzt stumm auf einem Zettel, welcher Artikel, wie viel, packt das in eine Box und dann war das innerhalb von einer Stunde abgehandelt anstatt von 6 Stunden. Also ihr müsst euch das vorstellen, dann geht die Auktion los, irgendjemand zeigt irgendeine Autogrammkarte und dann sagt einer, 1 Cent. Der nächste, 2 Cent. Oh, ja, so welche Leute. Könnte ich am liebsten gleich mit der Axt den Kopf abhacken. Und das war wirklich lächerlich. Und das zieht sich einfach nur, es macht doch keinem Spaß. Ja. Außer den Leuten, denen das Spaß macht, solche niedrigen Gebote abzugeben. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, den hätte ich in meiner Liste auch drin haben können, weil das ist auf jeden Fall auch das so ein nämlich, Ding, was mich nämlich auch vermutet. Stört, aber deswegen halt auch, ich habe generell nichts gegen Auktionen, ich habe auch nichts gegen Handeln, aber für mich muss es ein bisschen strukturierter sein, weil dieses, ja, ihr könnt euch alles anbieten, was ihr wollt. So von wegen so, okay, du darfst die Meerschweinchen füttern? So, ne? Ja, ihr wisst, was ich meine. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Da bin ich voll bei dir. So, mein zweiter Punkt, und ich hoffe, danach werde ich nicht als Banausebasti, sondern als Dummbasti dargestellt. Ich mag überhaupt nicht, das hat Sarah mir vorgeschlagen für die Liste, Mastermind-Code-Knacken-Mechaniken in Spielen. Gibt es ja gerne mal so als Minigames, bei jetzt zum Beispiel bei Willen des Wahnsinns 2. Edition über die App, dann muss man halt irgendwie ein Schloss öffnen, dann öffnet sich dieses Minispiel, dann hat man halt diese Code-Knack-Mechanik, wo man dann halt verschiedene Versuche hat, um dann die bestimmten Symbole rauszukriegen, die halt diesen Code darstellen. Ich verstehe das. Ich kann das grundsätzlich auch, aber es macht mir sowas von keinen Spaß, dass ich, auch wenn das vom Spiel eigentlich nicht so gewollt ist, dieses Mini-Spiel dann gerne zu Sarah weitergebe, die sowas gerne macht, dann kann die das machen. Ich habe da überhaupt keinen Spaß dran. Dieses Mastermind, wie man sich das ransetzen kann und dann versucht man sich so durch, bis man die richtige Lösung hat. Schrecklich. So Logikrätsel finde ich, also. Oder Schieberätsel gibt es ja auch noch. Alles, was irgendwie nicht dieses Ausprobieren ist. Ich mag dieses Ausprobieren nicht. Und okay, das ist es nicht, dann muss es das sein. Dann mache ich das, dann muss es das sein. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Dieses Rätsel bei Willen des Wahnsinns ist mein Hass. Es gibt ja auch Spieler, die in die Richtung gehen. Ich weiß, wir hatten das eine Jahr für die Spielemesse das Rising 5 auf dem Programm. Ja. Weil es auch schönes Artwork hatte und so. Und da haben wir gesehen, dass es eigentlich nur das Spiel ist die ganze Zeit, dass du eigentlich nur so einen Code knacken musst, so einen 5-6-stelligen. Und tschüss. Und gleich gesagt haben, okay, tschüss, Basti, kein Fan von dieser Mechanik, von dieser, ich würde eher sagen, es ist so eine Code-Knack-Mechanik wahrscheinlich, weil ist ja genau vom Tresor. Ja, ich glaube, daher kommt das halt eigentlich. Ich musste früher übrigens stundenlang mit meinem großen Bruder immer Mastermind spielen, weil er immer das total mochte. Das war für mich die Hölle. Ich musste auch immer nur raten, weil er wollte mal der Mastermind sein. Ich durfte nie das Rätsel machen. Also, ja, von daher, ich bin einfach, glaube ich, von meiner Kindheit so geschädigt, dass das einfach immer nur so ist, ah ja, okay, das, fertig. Also, wie gesagt, Mastermind, schrecklich. Das überspringen wir mal, das kommt gleich. Ich nehme erstmal das. Große Finale, ja? Nee, aber das wäre vielleicht so ähnlich wegen dem anderen. Okay. Ich sag mal, semi-kooperativ oder Kill-Stil.
Und zwar habe ich jetzt dazu geschrieben, wenn der Verräter auf der guten Seite ist. Ich habe kein Problem mit Verräterspielen wie zum Beispiel Battlestar Galactica. Ja. Ich habe aber Probleme mit Verräterspielen wie Winter der Toten, wo ihr kooperativ zusammenspielt. Da gibt es auch einen Verräter, mit dem habe ich auch kein Problem. Aber du bist der Gute, du musst aber noch 3 Dosen gesammelt haben, damit du der Mega-Gute bist. So von wegen so, sich dann noch so gegenseitig... Ich gewinne mit euch, aber ich gewinne noch ein bisschen besser. Genau, und wenn man die Guten dann gewinnt, hat der dann mehr gewonnen und du hast dann eigentlich verloren. Und das finde ich ja, das hat mich bei Winter der Toten schon immer genervt. Oder bei anderen Spielen auch, deswegen dieses Kill-Stil. Ja. Du gehst in den Dungeon rein, Sarah ackert sich an dem großen Ghoul 5 Runden lang ab, ja, und ich komme dann und krieg die Erfahrungspunkte. Und er kriegt die Punkte, ja, und das ist halt super, also das ist halt, entweder das ist kooperativ oder es ist halt nicht kooperativ. Ich habe auch kein Problem mit Nemesis, weil bei Nemesis finde ich auch immer noch so, das ist zwar semi-koop, aber eigentlich spielt jeder für sich, ja, alleine. Es kann sein, dass wir relativ gleiche Goals haben, dann können wir uns entscheiden zusammenzuspielen, aber eigentlich ist Nemesis jeder für sich, aber halt diese Mechanik, dass es halt Teams gibt und die einen haben halt irgendwie noch das bessere Team. Ja, da gibt es ja einmal die Variante, zum Beispiel die Wiz-War-Variante. Da ist ja so, dass die Magier, die sich gegenseitig bekämpfen im Deathmatch, haben mehr Lebenspunkte. Und der den letzten Lebenspunkt wegmacht, kriegt den Punkt. Da gibt es aber auch dann die moderne Variante, wie jetzt zum Beispiel bei Black Rose Wars. Da kriegt man ja, oder jetzt auch bei Adrenaline von Shift Games, da bekommt man ja anteilig Punkte, je nachdem, wie viel Schaden man gemacht hat. Also man hat da auch schon eine Variante gefunden, die es halt besser macht. Aber ich verstehe das absolut. Also dieses... einer macht die Arbeit und der andere kriegt dafür dann den Lohn, ist schwierig. Ich hatte zum Beispiel da auch noch gelesen, als ich das nachgeschlagen habe, ich habe das selber noch nicht gespielt, aber das wäre halt auch sowas, wenn man zum Beispiel kooperativ zusammen was macht, aber der mit den meisten Siegpunkten gewinnt dann, und das ist wohl bei Marvel Legendary so, das heißt, du spielst halt kooperativ, aber trotzdem gewinnt der mit den meisten Siegpunkten. Hm. Also das nervt mich halt einfach. Entweder ihr seid komplett gegeneinander, also ihr macht halt ein Skirmish gegeneinander, dann haut halt Iron Man den Hulk. Oder es ist halt Vollkoop. Aber so dieses Semi-Koop funktioniert für mich auch nur Nemesis, obwohl das für mich nicht unbedingt Koop ist. Also es ist gar nicht Koop. Es ist eigentlich jeder für sich. Man kann schon mal zusammen das Alien killen, aber eigentlich macht es trotzdem nur jeder für sich, damit man den Weg frei hat. Und dann stößt man den anderen in die Grube. Deswegen sowas. Und deswegen ist bei mir halt auch Winter der Toten hat einen richtigen Bauchklatscher gemacht. Ja. Ich habe es auch mehrfach gespielt. Ich habe auch die zweite Variante gespielt. Aber ich finde halt dieses... Wir spielen zusammen, aber ich gewinne dann halt noch mehr. Das finde ich halt super doof und ich finde das auch super schlecht zu spielen. Und dann bist du vielleicht der sagt so, okay, ich brauche zwar jetzt meine 3 Dosen Essen für mein Goal, aber bevor wir jetzt verlieren, spiele ich das dann doch rein. Und dann gewinnt die Kolonie und du hast dann aber halt schlechter gewonnen, weil du hast dann noch eingesehen, die 3 Dosen reinzuspielen, statt das Ganze an die Wand zu klatschen. Ja. Und das ist dann halt auch wieder, das ist schon so ein bisschen assi, finde ich irgendwie. Also es macht es halt schon so ein bisschen kaputt so. Ja, wenn dann noch einer so einen Hypergewinn hat, dann krieg ich gleich Aggression. Hypergewinn. So von wegen so, ach, ich habe übrigens hier die 3 Batterien, die ich für meinen Hypergewinn brauche. Ah, gut, also das, wo ich fast gestorben wäre draußen in der Eiswüste, um Batterien zu holen, damit wir das schaffen, das hattest du die ganze Zeit auf der Hand, um dein Super-Victory zu bekommen. Vielen Dank. Falls wir mal irgendwann ein Spiel designen, dann gibt es einen Gewinner und auch einen Hypergewinner. Ja, und den Hyper-Hyper-Gewinner. Also, finde ich ganz furchtbar, die Mechanik. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt muss ich mal schauen, wie es bei mir weitergeht. Ja, und zwar eine Mechanik, die für mich immer ein absoluter Upturner ist, die für mich jedes Spiel kaputt macht, und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich irgendein Spiel habe, wo mir das gefallen würde, ist Stock Market oder halt Börsenspiele, wo man halt irgendwie Anteile an irgendwas kauft und die sind dann irgendwas wert und der Wert kann steigen oder sinken, so wie das halt in der Realität ist. Ich habe in der Realität keinen Spaß an Börsenhandel und an Aktien. Ich habe auch an Aktien in Spielen keinen Spaß. Wenn ich irgendwo ein Spiel sehe, das halt dieses, und das haben ja ganz viele von diesen Train Games, dass man da halt immer Anteile an diesen ganzen Bahn-Companies kauft und so. Wenn ich das irgendwie sehe, ich möchte das nicht spielen. Ich finde das ist für mich einfach zu abstrakt. Und wenn ich dann noch dieses Layer habe, diesen Börsen, und ich muss Anteile kaufen, jetzt habe ich die Anteile nicht gekauft oder jetzt verkaufe ich die halt, das sind so wenig wert. Das mag Leuten Spaß machen, mir macht es überhaupt keinen Spaß. Also ich möchte davon nichts spielen. Börsenspiele, ganz, ganz schlimme Upturner für mich. Hatte kurz überlegt, das auch mit reinzunehmen, aber letztendlich ist es dann nicht so, ich würde nicht sofort sagen, ich bin raus, wenn da eine Börsenmechanik drin ist. Ich wäre raus, wenn es nur die Börsenmechanik ist. Es gibt ja auch so dieses Stock... Irgendwie, ich glaube, ein Spiel, das heißt nur Stock Market. Da wäre ich vielleicht raus. Aber wenn es Teil eines Spieles ist,
würde das alleine, glaube ich, nicht reichen, mich abzuschrecken. Es gab ja 504 von Friedemann Friese, wo dann halt mehrere Mechaniken zufällig zusammengemischt wurden, um dann 504 verschiedene Spiele zu bauen, wo wahrscheinlich unglaublich viel Arbeit reingeflossen ist, das zu designen. Wir hatten es, wir haben es dann auch wieder verkauft, weil keins von den Spielen hat auch nur einen Hauch von Thema gehabt. Da gab es halt unter anderem auch Stock Market. Wenn ich dann einfach mir vorstelle, dass ich dann halt aus diesen drei Mechaniken, die zusammen geschaffelt werden, was ich habe Pickup and Deliver, Area Control und Stock Market. Es war dann schon so weit, als wir es ausgewürfelt haben, welches Spiel wir spielen, dass wir von vornherein gesagt haben, ohne Stock Market, Stock Market wird überblättert. Nee, also wirklich, das ist überhaupt nicht mein Thema. Und wenn das in irgendeinem Spiel drin ist, und ich denke auch nicht, dass wir nur ein einziges Spiel mit Börsenmechanik in unserer Sammlung haben. Oder mit Anteilen, ja. Und das, glaube ich, ist auch schon... Irgendwo muss das ja einen Grund haben, ne? Ja. Das ist nicht uns, nicht unsers. Eins, was man selten jetzt nur noch antrifft, was ich aber trotzdem reinnehmen wollte, ist ein Roll and Move, Roll for Actions, Roll for Resources. Das heißt, alles, wo du halt hingehst, du würfelst einen Würfel, so viele Schritte darf man gehen. Man kennt es von Monopoly oder Tempo, kleine Schnecke oder so. Dann gab es aber auch noch Spiele vor ein paar Jahren. So viele Aktionen hast du gekriegt. Zum Beispiel bei Defense of Planet 9. Was habe ich denn da aufgeschrieben? Last Night on Planet Earth? Also auf jeden Fall gab es ein das Spiel. Das ist ein Zombie-Spiel, ne? Nee. Ich meine, das Conquest of Planet. Ich glaube, Conquest of Planet Earth. Da hat man für die Aktionen, die man hat, gewürfelt. Ist das das, wo man die Menschheit ausrotten muss? Als Aliens. Genau. Und das kann den Kraken losschicken konnte. Genau, aber das hat auch einen Koop-Modus, da war es okay, da hat es sich ausgeglichen. Aber eigentlich war es ein kompetitives Spiel. Wo man gewürfelt hat, wie viele Aktionspunkte man pro Runde hat. Das heißt, wenn ich immer nur eine Aktion würfle und du würfelst immer sechs, dann ist das Spiel sehr fair. Genau. Und sowas ähnliches halt auch bei Ressourcen. Wie gesagt, man trifft es nur noch sehr wenig an bei modernen Sachen, weil es halt einfach beschissen ist. Also es ist halt wirklich auch so, ich sehe auch jetzt immer noch, jetzt für die Messe auf Vorbereitung, wenn ich diese Mechanik sehe, Roll and Move, buff, raus. Also sofort raus. Also das ist für mich eine Mechanik, die gehört von vor 20 Jahren in irgendwelche Spiele rein, aber nicht irgendwas, was modern ist. Weil es ist einfach so unfair. Also zumindest ohne Modifikatoren oder so. Ja. Weil zum Beispiel bei Zaya gibt es das ja auch, aber da kann man dann mit der Expansion sich noch so Zusätze kaufen für den Antrieb, dass man dann halt noch... Ja, oder du kaufst ja so auch größere Antriebe, dass du schon eine höhere Chance hast, weiter zu fliegen und so. Also von daher, also Roll and Move oder Roll for Actions, auch furchtbar scheiße. Oder wenn du irgendwo hingehst und du musst halt einen Würfel würfeln, welche Ressourcen du bekommst. Ja. Von wegen so, der Tobi geht dahin, der würfelt, kriegt 2 Gold. Ich gehe dahin, krieg 1 Holz, weil ich halt eine 1 gewürfelt habe. Wo ich dann halt auch so denke so, ja, total cool, dass ich das jetzt auch irgendwie überhaupt gar nicht beeinflussen kann, wo es mich nicht stört und kämpfe. Sei es nur ein Chaos in the Old World, sei es ein Dwelling of Eldarvale, wenn es um ein Kampfgeschehen geht, stört mich das nicht. Und bei diesen Spielen ist es ja auch meistens so, dass du schon Modifikatoren mit dabei hast. Ja, ne? Durch deine Spielerfähigkeit oder irgendwelche Aktionskarten, die du spielen kannst. Ja, also wenn du das modifizieren kannst, wie gesagt, kein Problem. Aber sonst halt wirklich so dieses... Wenn ich das irgendwo sehe, wenn ich mich über einen Game schlau mache und ich sehe Roll and Move, bam. Also es gibt ein Spiel, wo ich das tolerieren kann, das ist Space Hulk. Da hat man ja auch Aktionspunkte, da spielt man ja diese Space Marines gegen diese Gene-Stealer, die dann halt irgendwie gegeneinander kämpfen. Und der Space Marine-Spieler, der zieht halt aus so einem Beutel halt so eine Sonderaktionspunkte. Mhm. Jeder Space Marine hat halt eigene Aktionspunkte und dann kannst du halt noch so Bonus-Aktionspunkte rausziehen. Das können halt auch 1-6 sein, kannst du halt auch auswürfeln. Und das ist aber Teil des Themas des Spiels und auch so ein bisschen so ein Spannungsbogen. Zieht kommen die Token dann wieder rein? Das kommt auf die Edition des Spiels, glaube ich, an. Weil wenn sie draußen bleiben, würde ich es zum Beispiel jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, es kommt auf die Edition an. Manchmal bleiben die draußen, bis dann alle raus sind, dann werden sie wieder reingeschmissen. Nagel mich nicht drauf fest, ich habe es lange nicht gespielt. Aber auf jeden Fall ist das also Teil des Spannungsbogens. Der Space Marine kann halt mit seinen Figuren so und so viele Sachen machen. Plus noch eine bestimmte Anzahl an Bonus. Ja. Da ist es halt aber auch Teil dieser Spannung, die aufgebaut wird zwischen dem einen Spieler und dem anderen. Aber wirklich, Roll and Move ist ganz schlimm. Kommt auch darauf an, wie hoch die Werte sind. Also manche Sachen gibt es ja, dann kannst du, was weiß ich, 1-2 oder 3 Aktionen kriegen, das geht noch. Alles, was über 3 bei sowas hinausgeht, stört mich. Und meistens ist ja bei dem typischen Roll and Move ein 6-seitiger Würfel. Und der Unterschied zwischen 1 und 6 ist schon ganz schön krass. Eins fällt mir gerade ein. Ich habe vor ein paar Monaten, als wir gerade in der Hochzeit der Pandemie waren, habe ich auf TTS mit einer Gruppe von meinen X-Wing-Kollegen Hero Quest gespielt. Weil es hieß ja, oh, Hero Quest, wir sind so, es war so ein tolles Spiel damals, als wir noch Kinder waren, als die Welt noch schwarz-weiß war und da haben wir Hero Quest gespielt.
als die Kühe noch fliegen konnten. Und HeroQuest hat ja auch dieses Roll-and-Move-System und es ist so mies. Und es wurde ja jetzt gerade auch neu aufgelegt und zwar mit dem alten Regelwerk, wo ich überhaupt nicht verstehe, dass man da nicht wenigstens die Chance wahrgenommen hat, einmal ein altes Regelwerk beizulegen und ein modernisiertes Regelwerk mit vielleicht Aktionspunkten oder irgendwas. Das ist ja wirklich nur dieses alte Regelsystem mit Roll-and-Move. Und wir haben das halt wirklich auch gespielt und der eine Spieler hat halt wirklich immer nur Einsen gewürfelt bei seiner Bewegung und ist hinterhergegurkt. Ja. Bei HeroQuest ist es ja auch noch besonders scheiße, wenn er dann durch einen Tunnel geht und einer dann blockiert. Ja, man blockiert sich auch gegenseitig. Ja. Das war ganz schlimm, man muss da mit Hausregeln spielen, aber auf jeden Fall ist es halt wirklich unglaublich mies. Das macht keinen Spaß, man gurkt halt hinterher, alle anderen würfeln halt 5 und 6, rennen halt schnell, man selber würfelt immer nur die Einsen und Zweien. Roll and Move, ganz, ganz, ganz übles Ding. Und wie gesagt, warum hat man HeroQuest nicht einfach modernisiert? Und wie Basti das gesagt hat mit dem Beutel, ich bin dann damit einverstanden, wenn dann die Token draußen bleiben. Das heißt, wenn jeder eine gleiche Anzahl von Token hat und die sind alle im Beutel, man zieht das und weiß, okay, ich habe jetzt eine 1, aber dann ist die 1 ja schon draußen. Oder ich habe jetzt eine 2, okay, ich habe schon 3 Zweien draußen, das heißt, ich habe keine 2 mehr im Beutel. Das finde ich dann wieder cool, damit kannst du planen, aber würfeln... Also ich finde auch bei Osborn tatsächlich das Kartendeck besser als die Würfelwürfe. Ja, man kann da ja wählen, was man benutzt. Was man möchte. Beides gleichwertig gut und man hat da die Wahl. Ich berechne lieber meine Chancen. Ja, ist cool. Kann man ja auch machen. Die nächste Mechanik, die mir nicht gefällt, gefällt mir nur nicht, wenn sie gegen mich angewendet wird. Aber wenn ich sie anwende, finde ich sie geil. Ein typischer Basti also. Ein typischer Basti. Und zwar ist das Forced Discard oder Kartenablegen aus Spielerhänden. Das heißt, wenn man zum Beispiel Magic the Gathering spielt, hat man ja eine Hand aus einem Deck, das man sich gebaut hat und möchte ja diese ganzen Karten auch ausspielen. Dann gibt es halt Mechaniken, zum Beispiel die Farbe Schwarz hat dann halt relativ viele Karten, die lassen dich entweder zufällig Karten aus der Hand des Gegners ziehen oder du kannst dir die Hand des Gegners anschauen und bestimmte Karten dann in den Ablagestapel legen. Man spielt das Spiel ja, um eine bestimmte Spieltaktik zu verfolgen, hat sich diese Karten ja deswegen ins Deck genommen, um die zu bestimmten Zeiten auszuspielen. Und in dem Moment, wo ich mal nächste Runde spiele ich diese Karte aus und der Gegenspieler spielt dann, ja, hier, ich mach mal Discard, ich nehme diese Karte weg, dann zerbricht der ganze Spielplan und alles ist halt kaputt, wenn mir das passiert. Wenn ich das aber allerdings bei anderen Spielern mache, wenn ich also Discard-Karten habe, boah, das ist so super, wenn die dann immer weniger Karten in der Hand haben und man selber hat noch 7 Karten in der Hand und was, du hast eine neue Karte gezogen? Discard! Aber wie gesagt, ist halt eigentlich wirklich eine, also alle so Mechaniken, die halt so zerstörerisch wirken, ob das jetzt halt Forced Discard aus Händen ist oder auch zum Beispiel bei Neon, bei einem Aufbauspiel, was wir spielen, wo man eine Stadt baut, wo man dann dem Gegner die Stadt kaputt machen kann. Also Aufbauspiele, ob das jetzt Kartenhände sind oder aufgebaute Sachen, wo man was zerstört direkt. Ah, ist immer schwierig, aber Discard ist halt so eine Sache, die ist halt... Also Karten abwerfen. Die ist halt Karten abwerfen. Ja. Also Karten abwerfen lassen aus der Hand des Gegners ist halt einerseits cool, andererseits auch unglaublich nervig. Das ist immer ganz lustig, wenn Basti Magic Arena spielt nebenan in seinem Computerzimmer und wie man ihn dann, wie er sich teuflisch freut, wenn er irgendwelche Leute so, ha, jetzt nehme ich dir das und das kommentiert er dann auch immer so, aber wie er dann salzig ist, wenn ihm das selber, du Arsch, du ziehst ja auch wirklich immer die beste Karte und so ein Scheiß und warum spiele ich das überhaupt? Es gibt bei Magic halt diese ganz verschiedenen Farben, rot ist halt sehr aggressiv, weiß hat halt viel mit Leben zu tun, grün hat halt große, dicke Kreaturen und schwarz ist halt einfach alles, was böse ist, Sachen töten, Karten zerstören. Und schwarz ist halt meine Farbe. Ich liebe es, schwarz zu spielen. Und es swingt halt leider in beide Richtungen. Wenn jemand schwarz gegen mich spielt, dann muss ich halt das Öl trinken, was ich gerne ausschütten ich würde. Ich würde sogar sagen, also ich bin da auch nicht so der Fan von. Vor allem, also ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man gezwungen wird, zum Beispiel eine Random-Karte zu discarden. Es kann auch halt wirklich übel sein. Also wenn man irgendwas abwerfen muss während dem Spiel. Was ich besonders schlimm finde, ist, wenn random was gestohlen wird und der Gegner behält das. Mir würde jetzt zum Beispiel tiefe Taschen einfallen, wo du ja Geldscheine auch klaust vom Gegner. Und natürlich zieht der immer die 5 Millionen. Nicht die 6 1-Million Scheine, die hast, sondern den 1 5-Millionen Schein, den du dir mal ergattert hast. Natürlich wird der gezogen. Und das ist dann halt auch immer so, das ist natürlich immer genau, geht der Puls hoch. Genau die Karte, die du gebraucht hast, die dann an den Gegner geht. Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Ja. So, mein letztes. Ist das schon das letzte, echt? Für mich ist es das letzte und ich habe einen Runner-up. Ja, mach ich auch. Mein letztes ist Clue-Giving Games. Mit in Klammern, keine Insider, keine Fremdsprachen, keine Wortkreation. Und ich habe als... Plattfisch. genau, der Plattfisch. Ich habe die Krypto- und Codenames dazu geschrieben.
Was meine ich damit? Ich habe keine Probleme mit Clue-Giving Games, wo die Regeln strenger sind. Zum Beispiel ein Mysterium oder ein Detective Club. Bei Mysterium kann ich ja diese Clue, also diese, was ist denn Clue auf Deutsch? Hinweise. Ich kann diese Hinweise mit Karten geben, die ich gezogen habe. Das heißt. Und bei Mysterium sagt der Spieler ja noch nicht mal was, weil er ja der Geist ist, der ist ja stumm. Genau, das heißt, ich habe halt dieses Regelkonstrukt, okay, ich kann halt nur eine Karte nutzen, die kann ich irgendwem geben. Oder zum Beispiel bei First Contact ist es ja genauso, als Alien kann ich halt auch Hinweise geben, kann aber nur die Karten nutzen, die auf dem Tisch liegen. Ich hasse Codenames und ich fand die Krypto auch nur so, naja, das ist ja, also wir mussten schon so oft Codenames spielen, da ist es ja so offen, was du nehmen kannst, aber es sind dann noch so diese kleinen Sachen, die eingegrenzt sind, die super schwer einzuhalten sind, zum Beispiel mit diesem kein Insider. Ist das jetzt ein Insider? Ist das jetzt kein Insider, wenn wir jetzt zusammenspielen? Also mit Insider ist jetzt halt so ein Spruch, den man halt irgendwie kennt, weil man zusammen genau in einer Partnerschaft ist und das halt immer so als Gag irgendwie verwendet. Ja, und das wissen natürlich die anderen nicht, was das für einen selbst bedeutet. Oder halt Sachen, die halt nur zwei Personen wissen können. Ja. Und das ist dann immer so schwer nachvollziehbar. So von wegen, war das jetzt ein Insider, war es kein Insider? Mit Fremdsprachen ist auch immer noch so, ist dann jetzt Englisch okay? Oder ist halt ist Englisch, Holländisch okay? Naja, Holländisch sehe ich halt nicht ein, aber Englisch wissen ja auch schon die meisten und dann ist es halt auch wieder die Frage Auslegungssache. Ist es jetzt okay, wenn ich Dinosaur sage, weil ich wollte zum Beispiel Basti einen Tipp geben, Dinosaur Island? Mhm. Oder muss ich dann Dinosaurier sagen, aber das Spiel heißt ja Dinosaur Island. Oder wenn ich WLAN sage, darf ich WLAN sagen oder muss ich kabelloses lokales Netzwerk sagen? Und außerdem sagen? Ist ja auch schon wieder langweilig, wenn du Dinosaur und Dinosaurier nicht sagen darfst, dann sagst du halt uralte Echse. Es ist super einfach, dass man trotzdem weiß, was es sein soll. Und da baut sich für mich ja, einfach auch kein Spiel. Nee, ich finde das halt einfach Spaß auf. Da kann halt so leicht einer reingrätschen, dass man sagt, so, Dinosaur ist ja jetzt ein Fremdwort. Oder das ist ein Insider. Also von wegen, ja, wie weit ziehst du Insider? Wie weit ziehst du Fremdsprachen? Das Problem ist einfach, dass solche Spiele dann ganz schnell in Regeldiskussionen abdriften und das Spiel einfach nicht weitergespielt wird. Weil dann ist es halt so, dann geht es nicht mehr darum, das Spiel weiter zu spielen, dann geht es darum, das jetzt zu klären, was jetzt vielleicht der Spielmechanikregel gegenüberstehen würde. Und so, nee, das geht jetzt nicht. Und wir müssen jetzt nachlesen. Ist jetzt der Plattfisch legal oder ist der Plattfisch halt nicht legal? Und das meine ich halt, dass du halt alle Tipps geben darfst, aber so ein bisschen eingeschränkt ist es auch. Und was dann ist, was ich halt hasse, ist die Zeit. Also es kommt wieder zurück auf Zeit. Das heißt, bei Codenames, ich weiß, viele Leute lieben es, also es ist so langweilig, wenn da einer sitzt und erst mal sich ein Clue-Wort überlegen muss und dann muss diesen ganzen Grid angucken und er kann Tipps geben, bis sonst wo, ist dann nur ein kleines bisschen eingeschränkt worden, sagt so, okay, ich könnte auf Englisch Dishwasher sagen, das wäre vielleicht ein ganz guter Hinweis, aber das ist wieder Englisch und das könnte ich sagen, weil das letzte Woche Mittwoch passiert mit Basti, aber das ist schon wieder ein Insider und dann sitzt du halt auch zum Beispiel jetzt auch als Gegenteam. Du sitzt so lange neben dem Spiel und guckst so, wie die Leute halt überlegen, was für einen Clue sie halt geben, halt was sie halt für einen Hinweis geben sollen. Das ist übrigens ein Partyspiel, was Spaß machen soll. Und man sitzt da eigentlich nur und denkt sich so, vielleicht ist es ja auch irgendwann vorbei. Oder sage ich irgendwie Schnur? Nee, Schnur kann ich auch nicht, das und dies und jenes. Und du sitzt halt immer nur daneben. Deswegen finde ich halt Hinweisspiele gut, wenn sie halt eine Regelmechanik haben, wie halt mit den Karten. Oder zum Beispiel auch bei Detective Club ist es ja so, da gibst du auch Hinweise, aber da hast du halt auch Karten und kannst dann was aufschreiben, was du halt denkst, was halt passt. Das ist mir alles Konstrukt genug. Wie gesagt, First Contact, Mysterium, Detective Club, alles in Ordnung. Sobald es zu frei wird, finde ich, ist da zu viel, kann es zu viel Regeldiskussion kommen. Vor allem, wenn du so die kleinen Regel-Heinis hast. Das überschneidet sich im Grunde mit dem freien Handeln. Wenn ja, es genau, zu frei ist und nicht irgendwie so ein bisschen eingegrenzt ist, zeitlich oder durch ja, Regeln, dann. Aber hier ist es so, dass es so frei ist, aber es ist trotzdem ein klein bisschen eingegrenzt. Ja. Das ist das Und dann Problem. Ist es auch immer wieder, was für Mitspieler hat man sitzen? Ist ja. Der eine Mitspieler vielleicht ein bisschen offener, sagt, ja, kein Problem, für mich ist das, läuft das durch und vielleicht willst du auch, hast du jemanden dabei, der dann bei jedem Wort sagt, nein, nein, nee, ist nicht richtig, nee. Nee, ja. Das lesen wir nach. Da rufen wir jetzt den Designer an, ob das stimmt. Ja, oder teilweise auch, wenn du auf der anderen Seite bist, dann spielst du gegen irgendwen und der gibt halt ein Wort und es ist halt richtig und du denkst halt so, hä, das konnten die doch auf keinen Fall erschließen. War das jetzt ein Insider? Also von der anderen Seite fühlt sich das halt auch scheiße an irgendwie. Und von daher finde ich halt, sowas braucht halt, also ich brauche da einfach ein Konstrukt. Ich finde halt zum Beispiel First Contact super cool, dass man halt drei Karten ja. Einfach ja, ja. Tappen kann. Und dann auf der Karte müssen die Spieler sind. Erkennen, was der tappende Spieler genau. Dann damit hat. Aber so mit diesem freien,
finde ich's ganz furchtbar. Mein letztes? Ja. Cool. Ja, und zwar haben wir das gestern erst wieder gehabt bei Flamecraft. Und zwar gibt es das in relativ vielen Spielen und ist eigentlich auch eine ganz coole Mechanik, weil sie so ein bisschen das Spielende entzerrt und halt auch ein bisschen aufregender gestaltet. Geheime Missionsziele, die Siegpunkte bringen. Man hat das gesamte Spiel, hat man es irgendwie geschafft, nah beim führenden Spieler, bei der führenden Spielerin zu sein, ist vielleicht ein, zwei, drei Punkte dahinter und denkt sich so, ja, cool, ich hab's ja eigentlich ganz gut geschafft. Ja, und dann werden die geheimen Missionsziele umgeflippt. Man hat vielleicht selber eins erfüllt und der andere Spieler hat vielleicht fünf davon erfüllt und geht dann nochmal ganz weit nach vorne. Sicher, der Spieler hat das dann verdient, weil der Spieler hat während des Spielverlaufs natürlich darauf hingearbeitet. Aber ich finde es, ich bin eh kein großer Fan von so umlaufenden Siegpunktleisten. Ich wollte gerade sagen, du sagst doch eigentlich immer, du hast offene Siegpunktleisten, ja, ja. Aber da müssten doch versteckte Ziele dir besser gefallen als offene Siegpunktleisten. Ich bin eh kein großer Fan von umlaufenden Siegpunktleisten, weil man dann meistens immer so ein bisschen das Gefühl hat, dass man dem führenden Spieler hinterherläuft. Und wenn dann am Ende aber nochmal die große Klatsche kommt mit geheimen Missionszielen, dann verdoppelt sich halt dieses negative Gefühl. Was ich halt. Aber du kannst ja auch sehr sein, der hinterherläuft und dann aufdrehst und auf einmal nochmal richtig weit vorläuft. Kann das sein, aber meistens ist es ja so, dass ja alle Spieler relativ viele Punkte kriegen und alle auch relativ gleich viele Punkte kriegen, vielleicht durch diese Missionsziele. Was ich zum Beispiel gut finde, ja, ist auch in Ordnung. Was ich zum Beispiel ziemlich gut finde, ist bei Necrony, da sind die Missions. Da hat man ja keine umlaufende Siegpunktleiste, sondern man hat also Siegpunkte. Die können zwar auch gezählt werden, aber das macht man natürlich nicht während des Spiels. Das heißt, man weiß nie so ganz genau, wie viele Punkte jeder Spieler hat und am Ende des Spiels wird das dann halt einfach veröffentlicht und dann ist halt auch gut. Aber dieses ewige Gucken auf die Mission, auf die umlaufenden Siegpunkte und dann vielleicht noch über die geheimen Missionsziele, ist schon ganz schön stressig. Also, wie gesagt, ich widerspreche, weil Basti mal sagt, er mag keine offenen Siegpunktleisten, da finde ich, da widersprechen sich die verdeckten Goals dann halt eher, weil das ist ja immer noch das, wo man zum Schluss noch aufholen kann, zum Beispiel bei unserer Runde My Father's Work. War ein Spieler ganz lange, ganz weit hinten und hätte fast noch gewonnen. Es hat ein Punkt gefehlt. Und das finde ich immer noch richtig actionmäßig. Selbst wenn du denkst, du bist hinten, oder dass dann der hintere Spieler immer noch denkt so, ja, ja, ihr denkt, ich bin hinten, ich bin keine Gefahr mehr. Und du hast halt die verdeckten Goals und kannst damit noch raushauen. Also ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, wenn ich eine offene Siegpunktleiste habe, möchte ich auch verdeckte Goals haben. Okay, wir agree to disagree. Müsste ich drüber nachdenken, aber wie gesagt, ich finde es halt schwierig, weil es ist halt wirklich die Sache, man rennt eh schon hinterher und dann kriegt man halt nochmal diesen Abstand, weil vielleicht bei einem Spieler die geheimen Siegpunkte, sagen wir vielleicht geheime Siegpunkte, gut, sagen wir es anders, die geheimen Siegpunkte, die man am Anfang des Spiels bekommt, finde ich in Ordnung. Ich finde die, die man sich während des Spiels dazu gewinnen kann, die gefallen mir nicht. Vielleicht ist es auch das gewesen, was mir bei Flamecraft gestern nicht ganz so gefallen hat, weil dann ist es teilweise so, du siehst halt so eine Endsiegbedingung, ja toll, da habe ich was ganz anderes gespielt. Oder du siehst vielleicht eine Endsiegbedingung, ja cool, die passt genau in meine Technik, in meine Taktik, die ich gerade spiele. Und das ist vielleicht auch so eine Sache, die mir nicht gefällt, aber dann agreeen wir to disagree. Agree to disagree. Also, wie gesagt, eigentlich hätte ich jetzt eher gesagt, du sagst die umlaufende Siegpunktleiste. Die ist Teil meines Problems. Weil Basti eigentlich immer als Taktik hat mit dieser Leiste, dass er derjenige ist, der noch so welche Sprünge macht. Zum Beispiel bei Bitoku. Ja, eigentlich versuche ich immer ganz weit vorne zu sein, damit ich einen Abstand zu dir habe, weil du immer so viele Punkte am Ende des Spiels kriegst. Weil Basti eigentlich immer noch so diesen Move macht, egal ob es Bitoku ist oder sonst was, dass da noch irgendwie so von wegen so, ja, krieg davon eine Punkte. Bei Bitoku ist ja nichts geheim. Da ist ja alles offen. Da liegen die ganzen Missionsziele ja offen. Deswegen, da gibt es ja keine geheimen Missionspunkte. Naja gut, aber du kannst jetzt nicht von jedem die Goals überprüfen. Nee, kannst du nicht, aber bei geheimen Missionspunkten kannst du es gar nicht. Ja. Bei Bitoku könntest du es halt, wenn du wolltest. Banause, Basti. ich habe noch einen Runner-up. Und zwar ist das Worker Placement. Ich liebe Worker Placement-Spiele. Mhm. Da habe ich zwei Sachen. Als erstes habe ich Bau dir deinen Arbeiter. Ich finde, das gehört auch mehr oder weniger der Vergangenheit an, weil beim Worker Placement Game ist es immer besser, mehr Arbeiter zu haben. Und ich finde einfach Spots, wo man dann Arbeiter baut, ist dann immer so ein No-Brainer, dass es letztendlich dann darauf hinausläuft, dass alle als erstes immer versuchen, die Worker zu bauen. Und das den Anfang immer sehr ähnlich macht, ja, auf jeden Fall. Und dann kommt es auch meistens noch auf die Spielerreihenfolge an, weil dann ist es meistens so, dass dann der erste Spieler sich dann schon mal gleich die beste Ressource nehmen kann für seinen Worker und natürlich als erstes auch den Worker baut. Da kommt man nämlich zu meinem zweiten Punkt, wo ich immer sehr salzig werde und wenn so Spiele sowas haben, dann versuche ich immer schon irgendwie, das ist dann wirklich mal was, wo man was hausregelt oder was ich auch bei BGG oder so nachschlage,
Worker Placement Games, wo es keinen Ausgleich gibt, wenn du zum Beispiel der letzte Spieler bist. Ich finde, das geht einfach gar nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel als Beispiel Golem, ich habe Golem gespielt letztens auf dem Wochenende und ich war als letzter Spieler dran. Ich habe keinen Ausgleich gekriegt und dann wird es ja auch noch so, dass die Aktionen ja auch immer noch schwächer werden, umso später du dran bist, dass der erste Spieler immer die Möglichkeit hat, die oberste Aktion zu nehmen, also immer erster Spieler zu bleiben. Es muss doch einen Ausgleich geben. Ihr müsst doch beim Worker Placement, zum Beispiel Lock Up war auch so ein Spiel, wo man dann als erster Spieler immer genau das machen konnte. Und gerade auch, wenn das größere Runden sind oder 4- oder 5-Spieler-Runden sind, du bist einfach schlechter dran, wenn du der 4. oder 5. Spieler bist. Ja, du nimmst halt den Rest, den es noch gibt. Genau, entweder ist es halt so, es ist besetzt oder du musst zum Beispiel auch was zahlen. Bei Flamecraft ist es zum Beispiel so, wenn du dann nochmal hingehst, da musst du halt was bezahlen. Da ist es aber so, bei Flamecraft, dass der 4. und 5. Spieler da zum Beispiel noch eine Ressource bekommen, damit du das dann bezahlen kannst. Das finde ich auch fair, dass in Spielen, wo man halt wirklich Worker setzt, also Arbeiter setzt, dass dann wirklich die letzteren Spieler halt entweder einen Siegpunktvorteil kriegen, also ein, zwei Siegpunkte am Anfang kriegen oder ein bisschen Ressourcen oder so eine Joker-Ressource. Bei Dwellings of Elderbase ist ja auch, dann ist ja die Spielerreihenfolge andersrum, das heißt, der erste Spieler hat 0 Siegpunkte. Ja. Und der zweite Spieler hat 1 Siegpunkt, dass es halt so ein bisschen ausgeglichen wird. Bei Bitoku ist es auch nicht so, das ist aber schon, da spielen wir von jeher mit der Variante von BGG. Das ist normalerweise auch so, da kriegt jeder so ein 1er-Amulett. Mhm. Und wir spielen ja die Variante, der erste Spieler kriegt kein Amulett, der zweite kriegt ein 1er, der dritte kriegt ein 2er und der dritte kriegt ein 4er. Das ist eine Variante? Ich dachte, das wäre eine feste Spielregel. Guck an. Nee, aber das war halt auch so, das ist das erste, wo sich die Leute drüber beschwert haben. Habe ich nie drüber nachgedacht. Ich dachte, das wäre so. Ja, das habe ich von vornherein, also ich habe das halt gelernt und ich habe da gleich wieder gesagt so, das wird nicht ausgeglichen. Also gleich bei BGG nachgeguckt. Es ist wirklich so, wenn wir Spiele lernen und wir sehen halt, das ist ein Spiel mit Arbeitersatzmechanik und die letzteren Spieler kriegen halt keinen Startbonus, dann geht bei uns immer gleich erstmal die Augenbraue so hoch. Und das da geht halt die Alarmglocke an. Also es muss nicht immer, es kommt auf das Spiel drauf an. Es gibt auch Worker Placement, wo es nicht so viel Unterschied macht, wo es zum Beispiel auch mal gut sein kann, der Letzte zu sein. Aber es gibt zum Beispiel auch Worker Placement Games, wo wenn man da als Letztes dran ist, in der Spielreihenfolge zum Beispiel als erstes irgendwas aufbauen kann. Mhm. Ne? Also dass du dann, das ist so ein Katan-Draft. Das heißt, du bist zwar als Letztes dran in der Zugreihenfolge, kannst aber beim Aufbau des Spieles als erstes irgendwas aussuchen oder so. Da zum Beispiel auch bei Sagrada, wo der erste Spieler einen Würfel haben kann, der letzte Spieler nimmt aber gleich 2 Würfel. Ja. Das finde ich immer, es muss halt ausgeglichen werden. Es würde mich nur, dass es halt so ist, nicht abschrecken, das Spiel nicht zu spielen. Deswegen ist es bei mir auch nur auf dem Runner-Up. Aber es ist nichts, was mich im Nachhinein so sehr salzig macht wie beim Worker-Placement-Game und der letzte Spieler ist nicht ausgeglichen oder halt auch, wie gesagt, diese alte Mechanik, bau dir mehr Worker, damit du mehr Worker hast. Ja, das ist definitiv besser, wenn man, was ich, ein 6-Runden-Spiel hat und nach der 3. Runde kriegt jeder Spieler einfach einen Arbeiter mehr. So wie das Lords of Waterdeep gemacht hat oder beim Koop-Spiel von Atlantis Rising ist es ja auch so, da kann man sich zusammenschließen und Meeple machen. Ja. Dass ich sage, Basti, ich brauche noch einen Meeple, kommst du? Wir machen jetzt zusammen einen kleinen Meeple. Ja, im Koop-Spiel ist das ja gar nicht so schlimm, aber ich verstehe das absolut. In jedem normalen Arbeitersatzspiel, Worker-Placement-Spiel, wo man sich halt einen Arbeiter machen kann, rennen alle Leute zuerst zu den Arbeitern, weil es macht natürlich Sinn, wenn du einfach mehr Aktion hast im Spiel, weil das ist ja No-Brainer. Und dann ist halt auch wirklich dieser Wandel, also dann spielt es sich die ersten Runden immer gleich und da finde ich dann auch den Startspieler-Vorteil noch krasser, weil es dann meistens eine so eine ganz rare Ressource kriegt, die du für den Worker brauchst und da setzt sich natürlich der erste Spieler gleich sicher hin. Sicher das. Vor allem in Worker-Placement-Spielen, wo man dann auch den Platz damit blockiert. Weil manchmal gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man wieder sich dazusetzen kann oder den dann wieder wegstellt oder so. Aber wenn man den blockiert, den Platz, dann ist es natürlich noch schlimmer. Also mein Runner-Up, ganz kurz nur noch, ist Würfeln auf Tabellen für Story-Ergebnisse. Also auf Tabellenwürfeln macht mir gar nichts aus. Zum Beispiel bei Battletech, wenn dann irgendwie so Raketensalven kommen, muss man ja auch würfeln, wie viele Raketen irgendwo auftreffen und so weiter und so fort. Was ich schrecklich finde, wir hatten das bei Tainted Grail relativ oft, ist, wenn man halt irgendwie Ressourcen gesammelt hat, um irgendwas auszulösen, irgendwie einen Story-Trigger. Und dann geht man halt irgendwo hin, dann gibt es halt eine Tabelle, also so ein Würfel ist 1W6 und addiere +1, wenn du den und den Wert hast. Und bei einer 5+ schaffst du das? Du musst die Ressourcen natürlich vorher einsetzen und wenn du es nicht würfelst, wenn du unterwürfelst, dann musst du halt alle Ressourcen von vorne sammeln. Wir haben dann einfach irgendwann gesagt, so, unsere Lebenszeit ist uns so wichtig, dass wir jetzt diesen Wurf einfach geschafft haben, weil wie blöde ist denn das, wenn man alle Ressourcen hat und dann auch noch das von einem Würfelwurf abhängig ist, ob man das erfolgreich schafft. Das ist einfach nur Zeitschinderei. Ja,
würde ich das wahrscheinlich eher mit meinem Punkt mit reinnehmen. Roll für irgendwas. Roll für Move, ja. Roll für Resources, Roll für Ergebnisse. Ist es ja im Prinzip. Ist es im Prinzip. Also ja. Wir haben dann wirklich gesagt, die, ich habe das öfters schon in Videos gesagt, die Awakened Realms Polizei kommt dann nicht mit Sturmhauben durchs Fenster und wird uns das Schiff vom Tisch kicken. Wir haben dann einfach gesagt, wir haben die Ressourcen. Sogar wenn wir jetzt unterwürfeln würden, haben wir einfach den Wert gewürfelt, weil wir haben alles, was wir brauchen. Es ist nur noch dieser Glücksfaktor von dem Würfel. Und das ist Blödsinn. Das ist komplett Blödsinn. Das ist auch nicht mehr modern. Das braucht kein Mensch. Und deswegen finde ich sowas halt unglaublich schlimm, wenn man auf irgendwelchen Tabellen würfelt. Wir hatten das jetzt auch in der letzten Tainted Grail-Kampagne. Da hatten wir eine Tabelle, die, wenn man Glück hatte, und wir hatten Glück, hat man beim zweiten Würfelwurf das Endergebnis erwürfelt und kam in der Geschichte weiter. Man hätte aber auch Pech haben können, hätte dutzendmal auf dieser Tabelle würfeln müssen, um immer wieder so kleine Mini-Mikro-Ereignisse zu kriegen. Warum macht man sowas? Dann schreibt man lieber eine gute Geschichte, als dass man so eine blöde Tabelle macht. Also wie gesagt, Tabellen sind grundsätzlich gut, außer sie sind irgendwie mit Geschichte oder mit Fortschritt in der Geschichte Tabellen verbunden. Tabellen sind gut, außer man muss auf sie würfeln, auf ein Ergebnis. Oder Excel, ich mag Excel auch nicht. Ja, das war unsere kleine Liste. Wie gesagt, das ist auch immer alles im Spaß. Wenn das jetzt euer Lieblingsmechanismus ist, ist das auch völlig in Ordnung. Ja, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare, also, wenn ihr jetzt irgendwie einen Lieblingsmechanismus habt oder auch einen, den ihr gar nicht mögt. Genau, Sarah hat jetzt meinen Lieblingsmechanismus voll fertig gemacht. Sarah, aber ich liebe Aktienhandelsspiele. Ja, also wie gesagt, ich weiß, gehe mit ihnen sogar dass viele, ins Bett. Dass viele in Chinatown diesen offenen Handelsmechanismus total gut finden, dass ich halt total schrecklich finde. Da habt ihr vielleicht auch die perfekte Spielegruppe einfach für, die einfach so outgoing ist, dass ihr gerne miteinander redet und euch Preise ins Gesicht schmeißt. Wir nicht so. Ja, oder wie Basti schon gesagt hat, geht es euch so, dass wenn ihr bestimmte Mechaniken sieht, dass ihr gleich sagt so, oh nee, also lieber nicht, ich gehe dann mal also, kurz. Also Sarah, Rücken stichen, das geht aber so. Ja, also Basti mag es nur, wenn er mir in den Rücken sticht. In den Rücken gestochen werden wird er ungern. Und Karten abwerfen, aber nur bei anderen. Genau. Falls ihr euch da irgendwas einfällt, bitte gerne in die Kommentare. Mir war noch so ein bisschen eingefallen, Player Elimination, obwohl mich das nicht mehr so stört, wie es früher gestört hat, weil es inzwischen auch schon modernisiert wurde, wie bei Nemesis, dass ich auch sage, ich kann auch eine halbe Stunde daneben sitzen, finde ich nicht mehr so schlimm. Solange das Spiel interessant ist, ist es in Ordnung, ja. Ja, genau. Aber jetzt so bei einem 10-Stunden-Spiel Twilight Imperium nach der zweiten, dritten Stunde ja, wir fangen jetzt nicht mit Eclipse an. Auf jeden Fall, schreibt gerne in die Kommentare, was eure Lieblings- und verhassten Mechaniken sind. Gebt gerne einen Daumen, klickt gerne die Glocke an, macht alles, was man irgendwie machen kann für YouTube, damit der Algorithmus uns und euch und alle liebt. Und ansonsten würde ich sagen, mechanisch sind wir durch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.